Willkommen zurück zu einer weiteren verräterischen Folge Banishers Ghosts of New Eden. Freut mich, dass du da draußen verräterisch wieder am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer verräterischen Bewertung unterstützt haben. Bewerten, kommentieren, um das Ganze hier ein wenig zu supporten für alle Liebhaber des Projektes. Damit könnt ihr mir echt wahnsinnig aus der Patsche helfen, denn das macht das Ganze natürlich deutlich angenehmer, wenn man weiß, da schauen auch ein paar Leute zu, ne? Denn wir wissen ja, alle Projekte, die so ein bisschen, ein kleines bisschen anspruchsvoller sind, die haben es leider heutzutage sehr, sehr schwer. Die haben es leider sehr, sehr schwer. Das ist aber, ja, das ist nicht nur bei mir so. Das ist halt einfach ein allgemeines Phänomen. Bei den Größten und bei den Kleinsten ist es immer eigentlich das gleiche Konzept. Die einfache Unterhaltung, die siegt. So, was ist hier? Was kann man hier machen? War ein bisschen Fragezeichen gewesen. Ich wollte es mir mal angucken, aber irgendwie... Wie komme ich denn da bitteschön wieder hin? Das Spiel, ne? Mit seinen ganzen Wegen. Weil hier kannst du ja auch nicht hochklettern. Du kannst dich auch nicht irgendwie einfach rüber katapultieren oder boosten. Naja. Wenn ich der Straße hier folge, wo komme ich da hin? Ins Nebelgebiet. Also muss es irgendwo hier... Ich weiß es nicht. Irgendwo hier muss noch ein Weg sein, den ich bis dato nie gefunden habe. Vielleicht gibt es hier eine Schnellreise. Wir gucken mal ganz kurz rein. Quetschen uns hier mal durch. Oder klettern nach oben. Sah ja aus, als würde man hier sich durchquetschen dürfen, tun müssen. Aha. Okay, hier habe ich einen weiteren Weg gefunden. Hier ging es gar nicht wirklich in den Nebel hinein. Interesting. Einfach nur ein weiterer Weg für bessere Zugänglichkeit. Na gut. Naja, haben wir den auch mal mitgenommen, ne? Wer weiß, für was es später noch gut ist. Wenn hier alles eine Folgemission bekommt, dann wird man wahrscheinlich früher oder später wirklich so gut wie jeden Ort ein-, zweimal besuchen müssen. Und da ist jede Abkürzung, jeder Weg natürlich ein Bonus. Ein dickes, fettes Bonus-Plus. Seid ihr zurück? Ja. Mistress Fitcher, was plagt euch denn? Ich war zu Hause, habe gearbeitet. Plötzlich wurde das Buch, das ich in der Hand hielt, vor meinen Augen zerfetzt. Was will der Teufel von mir? Kein Teufel, nur ein Geist. Sicherlich seht ihr es nun. Bis vor kurzem hätte ich niemals an so einen Unsinn geglaubt. In Yorkshire gibt es so etwas nicht. Ich kam einst durch Yorkshire. Nette Gegend. Warum seid ihr fort? Was kümmert das euch? Um zu verstehen, warum jemand heimgesucht wird, sollte man mehr über die Person wissen. Gut. Ich bin nach New Eden Town gekommen, um die Kranken zu versorgen und den Teufel zu vertreiben. Mein Cousin Nicholas Doolin, er hohe sanft, sagte, ein Arzt würde gesucht. Ich versuchte mein Glück. Aber als der Teufel an die Tür klopfte, nun ja, wir mussten fliehen. Dafür, dass sie so rational denkt, ist ihr Glaube an Gott und den Teufel stark. Wollte Thickskin, dass ihr ihrer Gruppe beitretet? Nicholas hat bei ihr für mich gesprochen. Sie wusste, was sie an mir hat. Es war schwierig, New Eden Town zu verlassen. Aber ich hatte bereits ein Zuhause hinter mir gelassen. Was machte es da, es noch einmal zu tun? Warum sind da so viele Fliegen? Der Geist will, dass du dich wäschst, okay? Habt ihr einen Liebhaber zurückgelassen? Wenn ihr mir diese Frage gestattet. Nein, ich gestatte sie nicht.
Und die Antwort ist, nein. Ich habe meine Patienten zurückgelassen und meine Schwester. Unsere Beziehung ging in die Brüche. Anstatt etwas Unheilbares heilen zu wollen, wählte ich einen Neuanfang. Unheilbar? Weshalb? Sie sollte heiraten und ich war dagegen. Es wäre ihr größter Fehler gewesen und ich wollte sie nicht anlügen. Das hat sie mir nicht verziehen. Gut zu wissen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie das alles mit eurer Heimsuchung zusammenhängt. Darf ich mich umsehen? Ich weiß, dies ist euer Heim. Ich möchte nicht unhöflich sein. Wenn es sein muss, bitte. Aber seid vorsichtig, ja? Ich sollte los. Der Herr wird euch leiten, Verbanner, wenn ihr es zulasst. Wasch dich, Weib. Mein Gott, dieser Gestank und diese verdammten Insekten. Was immer der Geist gesucht hat, er hat ein wahres Chaos hinterlassen. Evelyn, hör auf, mir zu schreiben und nenn mich nicht mehr Schwester. Das ist das letzte Mal, dass ich dir antworten werde. Ich will nichts über dich oder dein Leben in New England wissen. Du spielst dich dort als die gute Ärztin auf, aber das bist du nicht. Du bist nicht wie Vater. Und unsere Beziehung kannst du ebenso wenig wieder heilen. Dafür ist es zu spät. Lern deine Lektion und lass mich zufrieden. Jemand hat ein Buch durchs Fenster geworfen. Das typische Verhalten unseres Geistes, wie es aussieht. Sie ist also keine Ärztin. Aber es hat sie auch gesagt, ne? Dass sie keine Ärztin ist, sondern dass ihr Vater und sie hat halt geholfen und ja. Könnte nützlich sein. Da war jemand ziemlich sauer. Ihr müsst die Hochzeit absagen. Zunächst möchte ich mich für eure Besorgnis bedanken. Aber ich muss eure Bitte ablehnen. Felicity und ich werden heiraten. Ihr habt die Pocken. Ihr werdet eure Frau anstecken und ihr werdet beide sterben. Dann hört auf, Zeta und Mordio zu schreien und macht eure Arbeit. Heilt mich! Der Pockengeist? Ein äußerst hitziges Beratungsgespräch. Bei dem Patienten muss es sich um unseren Geist handeln. Er hatte Syphilis und wollte es nicht ernst nehmen. Sie hat das persönlich genommen. Gemälde. Ein unvollendetes Porträt eines Pärchen. Auf der Leinwand stehen zwei Namen geschrieben. Felicity und Geoffrey. Ist das womöglich die Schwester? Der Geist hat eine Verbindung zu dem Bild. Wir sollten ihn... Unser fliegendes Buch ist ein Werk über Medizinkunde. Paracelsus. Die Dosis macht das Gift. Die Antwort ist hier irgendwo. Hat sie jemanden getötet, weil sie Ärztin sein wollte? Okay, ich soll den Geist beschwören. Gibt es Neues? Warum war denn sie gerade... Der Herr wird euch leiten, Verbanner, wenn ihr es zulasst. Warum, seit wann ist das denn? Ja, auch noch nie gesehen. Haben das alle? Huh. Ist mir nie aufgefallen. Der Geist will das Geschäft unserer Ärztin ruinieren. Vielleicht hat ihnen ihre Medizin nicht geschmeckt. Nee, hier ist nichts. Bringe den Geist zur Manifestation, aber wo wir denn? Wir sind hier fertig. Sehen wir uns draußen um. Im Schuppen? Ah ja, oder? Ja, hier. Echo enthüllen, ein Geist oder ein Schein zwingen. Das ist es doch, oder? Manifestierung. Hickam foolish is Hookam. Warum bin ich hier? Das war ein cleverer Trick. Jetzt könnt ihr mich sehen, ihr Glückspilze. Könnt ihr mich auch hören?
Ja, wir hören euch. Wir kennen uns nicht, aber ich sah euer Bild. Darauf seid ihr gesünder aus. Na, 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 das ist aber sehr unhöflich. Wer seid ihr eigentlich? Ich bin Antea Duarte. Das ist Red McGrath. Geoffrey Rawlings ist mein Name. Bildhübsch nennt man mich. Beinahe so hübsch wie ihr, holde Maid. Wir sind Verbanner. Gut aussehen steht nicht sehr weit oben auf unserer Liste. Verbanner seid ihr also ausgesprochen attraktiv. Ihr riecht sicherlich wunderbar. Ich wette, ihr riecht nach Gefahr. Ich mag euch. Warum seid ihr geblieben, um Evelyn Fitcher heimzusuchen? Weil sie mich sterben ließ, holde Maid. Aber sie war eure Ärztin. Eine Medizinerin gab sie an zu sein, und doch konnte mich ihre Medizin nicht retten. Sie war eine Hochstaplerin, die mich das Leben gekostet hat. Ihr denkt, sie hätte sich nicht genug Mühe gegeben? So wahr ich vor euch stehe, holde Maid, der nun nicht mehr lebende Beweis. Ihr habt eine sehr hohe Meinung von euch. Zu Recht, wertes Fräulein. Ich bin charmant, gebildet, gut aussehend, edelmütig. Erfülle alle eure Wünsche. Ihr könnt jeden fragen. Wen zum Beispiel? Nun ja, Eleanor Jane, Madame Creswell, Penny Ryder, Penny Tupp, Französin Jenny, Griechin Nell, die große Sally, die vielleicht nicht. Ihr schuldig noch Geld. Sie werden alle sagen, Geoffrey ist clever. Geoffrey ist gutmütig und so, so attraktiv. Und wer bin ich schon, diesen intelligenten Damen zu widersprechen? Okay, das war also ein Gigolo. Ihr liebt es, geliebt zu werden. Ihr etwa nicht, wertes Fräulein. Ich liebe es, geliebt zu werden. Allein zu sein ist wie tot zu sein. Im Moment, so traurig das ist, bin ich beides. Das Porträt, es ist sehr gut. Wer hat es angefertigt? Es war ein Hochzeitsgeschenk von Evelyn, meiner zukünftigen Schwägerin. Vielleicht ein Zeichen ihrer Zuneigung. Lag sie euch auch am Herzen? Evelyn, mir? Nein. Ihre Schwester Felicity aber, ja. Sie lag mir sehr am Herzen, meine allerliebste Felicity. Liebste Felicity, meine zukünftige Ehefrau. Wäre es nicht anders gekommen? Ja, ich wollte Felicity unbedingt heiraten und eine solche Belanglosigkeit würde mich nicht davon abhalten. Mistress Fitcher wusste, dass ihr Syphilis hattet. Kein Wunder, dass sie verhindern wollte, dass ihr ihre Schwester heiratet. Sie war die Frau Doktor, wertes Fräulein. Sie hätte mich nur heilen müssen. Was könnt ihr uns über eure Krankheit erzählen? Zerbrecht euch darüber nicht euer hübsches Köpfchen, meine Liebe. Es ist ein unbedeutendes Thema. Unwichtig. Da muss ich widersprechen. Syphilis ist äußerst gefährlich. Weil ihr Syphilis hattet, bat euch Evelyn Fitcher, ihre Schwester Felicity nicht zu heiraten. Ah, Felicity. Bei ihr wurden meine Beine schwach. Sie hat mir den Kopf verdreht, mein Herz zum Rasen gebracht. Liebe ist wunderbar und gefährlich, meine Freunde. Bevor Evelyn mich sterben ließ, ging es mir gar nicht so schlecht. Ich war nur verliebt. Ein kerngesunder Bursche war ich. Seid ihr euch da sicher? Für mich seht ihr ziemlich mitgenommen aus. Syphilis hat mich nicht gekümmert, alter Mann. Überhaupt nicht. Ich war nur ein verliebter Narr. Und als es schlimmer wurde, versuchte Evelyn da eine andere Behandlung? Nein. Sie hat die Dosis erhöht. Mit was hat sie eure Läsionen behandelt? Mit Salzen und Pulvern, Pulvern und Salzen. Und hat's was gebracht? Nein, überhaupt nichts. Quecksilberpulver vielleicht? Zu viel beeinträchtigt die Muskeln und lässt das Herz verrotten, bis der Tod eintritt. Das ist es. Quecksilberpulver. Quecksilberchlorid.
Und unsere liebe Frau Fitcher hat die Dosis erhöht. Ob sie ihn vergiftet hat? Bitte, was? In der Tat. Und zwar nicht aus Versehen. So etwas würde ihr nicht passieren. Wollt ihr etwa andeuten, dass Evelyn Fitcher, Fräulein Fitcher, die Wehmutter, meine zukünftige Schwägerin, mich vergiftet hat? Ich werde sie umbringen. Geoffrey Rawlings war zu Lebzeiten schon unerträglich. Jetzt ist er ein veritabler Widerling. Ja, Mistress Fitcher schwebt in Gefahr. Na, ist wirklich ein kleiner Widerling. Glaubst du, sie hat ihn umgebracht? Ja, ich bin überzeugt davon. Und so viele Frauen, wie er vernascht hat? Sie hat es getan, um ihre Schwester vor der Syphilis zu bewahren. Ich habe Verständnis dafür. War der Kleine doch irgendwie eine Hure, oder nicht? Was hättest du getan, um deiner Schwester die Pocken zu ersparen? Ich hätte ihrem Verlobten so Angst eingejagt, dass er das Weite sucht. Geoffrey hatte keine Angst vor Evelyn. Das war sein Fehler. Kann ich nachvollziehen, ich habe auch eine Schwester und... Lass mich dir helfen! Man will, also ich bin nicht so naiv und denke, ich habe irgendwie das Leben meiner Schwester zu bevormunden. Es gibt ja Menschen, die denken, sowas wäre rechtschaffen. Ja, oder das Leben eines Kindes. Heute nicht. Aber man sollte Familienmitgliedern schon ganz klar sagen, ey, ich sag jetzt mal meine Meinung auf die Beziehung, rosa-rote Brille, kannst du das vielleicht gar nicht so beurteilen, ne? Außenstehende haben eine ganz andere Sicht auf die Lage. Und da habe ich auch schon mit meiner Schwester problematische Dialoge gehabt, weil ich gesagt habe, denk mal drüber nach, was du da machst. Das ist alles, was ich verlange. Geoffrey Rawlings, hinfort mit dir! Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten, Holde Maid! Wo ist auf einmal die Freunde? Huh? Bist du Gangmitglied? Geoffrey? Gaufrey? Gufre? Haben wir ein paar übersehen? Alter. Leck mich am Bippel. Ich kann dir helfen. War nicht schlecht. Vielleicht endlich mal eine Person, die wir nicht töten werden, ha? Huh? Es ist vorbei. Sie sind fort. Beim Allmächtigen, was auf Erden war das? Ich weiß, wer euch heimsucht. Der Geist eines gewissen Geoffrey Rawlings plagt euch. Oh Gott. Ich dachte doch, die Stimme kommt mir bekannt vor. Und dieses Gesicht. Er war der Verlobte eurer Schwester, nicht wahr? Aber ihr wolltet nicht, dass die Hochzeit stattfindet. Nun ja, sie zog ihn mir vor. Warum kehrt er jetzt zurück, um mich heimzusuchen? Ihr hattet Angst, dass er eure Schwester anstecken würde. Habt ihr ihn mit Quecksilber vergiftet? Kam er zurück, um Rache zu üben? Ja, ich verkürzte Geoffrey Rawlings Leben um einige Monate, um meiner Schwester Jahrzehnt zu schenken. Ihr habt Gott gespielt. Obwohl ihr einen Eid abgeleistet habt, jedes Leben zu schützen, habt ihr ein Leben genommen. Ich habe Gott gespielt, weil Gott untätig war. Um einen geliebten Menschen zu retten, würdet ihr das Gleiche tun. Die gute Frau Doktor hat nicht Unrecht. Gehen wir der Sache auf den Grund. Ihr habt eure Entscheidungen getroffen. Jetzt bin ich an der Reihe. Ja, ich kann sie nicht killen. Ich meine, ja, also anscheinend war er ja auch wirklich richtig übel, ne? Mit Syphilis erkrankt. Ich weiß nicht, wie der Status ist, der Heilungschance. Er war ein junger Mann. Ich bin kein Syphilis-Experte. Ich weiß nur, dass es heute immer noch sehr präsent ist. Natürlich bei weitem nicht mehr so wie früher, auch bei uns, in unserem modernen Zentraleuropa nicht. Aber
Es ist immer noch eine ernstzunehmende Krankheit, die übertragbar ist. Komm, ich bin ein guter Mensch. Ich lasse dich aufsteigen. Geoffrey Rawlings, eure Laster haben euch und eure Braut gefährdet. Dafür wurdet ihr vergiftet. Verständlicherweise seid ihr deswegen verärgert. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Euer Ärger hat seinen Zweck erfüllt. Lasst los. Warum sollte ich? Ich musste so jung sterben. Verrat hat mich das Leben gekostet. Ihr habt gelebt, ihr seid gestorben. Findet Frieden. Frieden? Ja, Frieden. So friedlich wie ein Bild. Ich möchte, dass man sich an mich erinnert. Vielleicht könnte Evelyn mein Porträt zu Ende malen. Vielleicht lässt sie sich darauf ein, aber ich kann es nicht versprechen. Werde ich in den Himmel fahren? Wird Felicity mich dort erwarten? Wird sie mir vergeben? Auch dafür gibt es keine Garantie. Ihr könnt gehen. Die Pocken sind weg, oder? Glück gehabt. Normalerweise bin ich eher so in Mordsstimmung. Ich dachte, ihm wäre alles egal. Da habe ich mich wohl getäuscht. Er war ein furchtbarer Egoist, aber es steckte Liebe in ihm. Seltsamerweise fühle ich mich jetzt frei, nachdem ihr ihm ewige Ruhe gabt. Ihr solltet das genießen, Frau Doktor, so gut ihr könnt. Ja, und sie ist auch noch nützlich. Ich meine, sie ist immerhin medizinisch bewandt. Ja, das muss man ihr ja lassen. Sie ist nicht komplett nutzlos. Spukermittlung ist jetzt auch abgeschlossen. Nee, immer noch nicht. Ne? Das ist krass. Es ist echt krass. Es ist echt richtig, richtig krass. Ich weiß nicht mal, wie ich da hinkomme. Guck mal, was sich jetzt hier alles aufgetan hat noch. Zu guter Letzt. Ah, warte mal. Wir können mal ganz kurz hier hinreisen. Denn, soweit ich weiß, war das hier so ein Säuberungsgegenstand. Dafür brauche ich aber erstmal wieder ein Lagerfeuerchen. Setz dich ans Lagerfeuer, sing das Lagerfeuerlied. Das Lied geht noch viel schneller, erst dann wird es zum Hit. Also singe es doch ganz einfach mit. Bom, bom, bom. Was hat sich denn hier schon wieder aufgetan? Oh, so viel. So viel. Seltsam. Das Haus wird immer noch von Spektralspuren umhüllt. Lass uns das untersuchen. Let's take a look. An der Wand sind immer noch Schriftzüge. Neue. Von Thomas Hake. Oder was von ihm übrig ist. Na, die habe ich auf jeden Fall pulverisiert. Das war die Spionin. Was war das denn eben gerade? Warum wurde es eben gerade so komisch bläulich? Okay, hier lang. Mein Tod.
Bezahlung genug? Nee, das ist es nicht. War das Jane? Die Spur führt doch... Ah, hier geht's hoch. Alrighty, right. Gottlose Mörder! Der hasst mich. Ey, deine Alte war halt auch nicht gerade jetzt eine Heilige, ne? Steh nicht einfach so rum. Bewegung. Ich bewege mich. Der arme Thomas. Ich hätte wissen müssen, dass seine Schemen bleiben. Nun, jetzt ist es weg. Das ist ungerecht. Ich habe die Welt verdient. Verfluchter Schotte. Kann ich ihn nicht irgendwie erlösen? Scutter. Alte Scotty. Scotty McNoodlesacken. Okay, jetzt ist das offiziell abgeschlossen, ne? Was war das mit der Spionin? Spukermittlung? Ja. Prudence, die Köchin. Die Ressourcen manipuliert hat. Diese Französin war das. Einen guten Tag, Skada. Ist schon eine Weile her. Seltsam. Es kommt mir wie gestern vor, dass ihr meinen Cousin und einzigen Freund ermordet habt. Ja, stimmt. Und das tut mir aufrichtig leid. Schon gut. Es musste so enden. Er hatte es verdient. Und ich habe das hier alles verdient. Diese ganze Schuld. Ich würde den Sold ja gerne zurückgeben. Aber Credence hat ihn oberhalb des alten Friedhofs versteckt. Beim Erdrutsch. Und dort wimmelt es vor Schemen. Gut, wenn ich kann, sehe ich mich dort mal um. Dafür wäre ich euch sehr dankbar, mein Herr, wirklich. Und ihr würdet sicherlich nicht in Versuchung geraten, ihn zu behalten. Ich wünsche euch einen guten Tag. Den wünsche ich euch ebenfalls. Oh, doch, ich würde ihn schon behalten, wenn ich könnte. Aber wahrscheinlich kann ich nicht. Aber ich würde doch schon zu lang... Ich meine, die Miliz ist hier nicht weg. Da war noch eine Scherbe. Was man nicht so alles findet, ne? Hier lang, irgendwo da oben. Alright. Ich mache so viel Charity-Arbeit, es ist erschreckend. Das Verrückte ist, von der Ärztin kommt ja dann auch noch irgendwann eine Folgemission. Und wir haben noch die Kate-Nummer mit Fixkin. So, ist es wieder schwierig dahin zu kommen oder ganz leicht? Drei Leder, als ob, weißt du, man freut sich irgendwie, dass man so ein Fass runtergeballert hat und kriegt dann drei Leder ums Auge gedrückt. Ich kann dir helfen. Oh, lass mal. Gerade. Jetzt sind sie aufgebracht. Bin ich gut dabei, Schwester. Mach Sitz. So, wo soll denn das sein? Da oben in der Ecke. Aber es sind eher jetzt nur noch so letzte Abschlussarbeiten. Der Schemen hat eine Leiche entdeckt und will sie für sich haben. Finger weg von der Leiche.
Das war ein schöner Todesschuss, ne? So. Alles tot. Hier ist eine Kiste. Hier ist eine Scherbe. Waren wir in der Ecke hier schon? Hier waren wir schon, aber hier oben ist irgendwas, wo du mit einem Seil wieder runter kannst. Ah, warte mal. Nee, hier kann man nicht hoch. Nee. Hm. Ist nicht alles so easy, ne? Okay, ich muss irgendwie hier hoch, aber ich... Da könnte halt... Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Das sind super viele Sachen, also es muss irgendwie da rumgehen. Irgendwo muss es eine kleine Abzweigung geben, wie man da hochkommt. Maybe, baby. Miss Duarte. Du weißt, dass ich auch noch da bin. Du bist mitten im Kampf, Lady. Zwölf Erfahrungspunkte, wie das halt wirklich gar nichts bringt. Erschreckend. Ist absolut wertlos, ne? Boah, hier geht's auch nicht hoch. Also die Wegfindung, dass man die so ausufernd designt hat für diese Abschlussdinger, finde ich jetzt ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein bisschen... too much. Ich weiß nicht mehr, ob es hier wirklich weitergeht. Ja, muss ja fast. Das meine ich, wie unnötig man drumherum laufen muss. Okay, hier komme ich schon mal hoch. Nur für diesen Sold der Miliz. Und da oben wird es ja keine Schnellreise in dem Sinne geben. Klar, du kriegst dann die Seile und Abkürzungen und bla bla blub. Aber da bist du echt nochmal richtig unterwegs, ohne dass halt wirklich was passiert. Und bis jetzt hatte das Spiel eigentlich gar keine wirklichen Filler. Aber den Abschluss will man dann doch haben, ne? Und da haut man dann den Filler rein. Oh nein. Das war ein Fehler. Jetzt bin ich ja wieder hier, ne? Oder wo bin ich jetzt? Moment, denk. Ist das hier der Weg? Oh no. Ich bin hier völlig falsch. Da ist ja nichts. Wie hoch ist der Radius? Das kann halt wirklich hier oben sein, oder? Es ist irgendwo ganz da hinten. Hat's ja verbuddelt, ne? Ich bin bereit. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Lass es sein. Wo ist denn das Eck hier? Das Herz ist dein. Die Wurzeln sind mein. Warte mal, hier sind noch irgendwelche Wurzeln. Wo siehst du denn Wurzeln? Ach, der gestohlene Sold. Oh, Gott sei Dank. Wieder haben. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Hm.
Ich bin ja kein Unmensch. Ich gebe ihm die verdammte Börse wieder. Beloved hat genug gelitten. Sind das Namen? Sind das wirklich Namen? Gibt es den Namen Beloved? Lamentation? Mein Sohn Lamentation und mein anderer Sohn Beloved. Neue Kindernamen. Guten Tag, Mr. McGrath. Habt ihr den Sold gefunden? Nö. Das habe ich. Ihr könnt ihn haben. Aber nicht nach Westindien flüchten. Ihr habt Schulden zu begleichen. Eine edle Geste, werter Herr. Wirklich edel. Ihr werdet es nicht bereuen. Westindien wird warten müssen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Den wünsche ich euch ebenfalls. 600 Erfahrungspunkte. Ist wenigstens ein ordentlicher Batzen, den man hier bekommt. Ist hier noch was? Das Schmiede-Liebespaar. Die habe ich auch am Leben gelassen. Weil es gute Leute waren. Red McWraith, wie schön euch zu sehen. Geht es euch gut? Wir kommen über die Runden. Wir sind sogar fast glücklich. Das heißt einiges in diesen Zeiten. Das verdanken wir euch. Wir würden uns gern erkenntlich zeigen. Wenn ihr das Eisen besorgt, schmieden wir etwas Schönes für euch. Mit Freude. Ich habe gehört, Fort Jericho hatte einen Schmied. Vielleicht habt ihr dort Glück? Habt Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Vielen Dank für euer Interesse, Mr. McGrath. War ihr Geliebter nicht total der beschissene Schmied? Soweit ich weiß... Gelöst. 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 So langsam, aber sicher komme ich voran. Nun gut, jetzt gehen wir erstmal noch das eine Item holen, was ich haben wollte, obwohl die Folge ist auch schon wieder rum. Und dann müssen wir wohl, wie es scheint, mal nach Fort Jericho. Das steht wohl an. Wo wollte ich hin? Ich wollte hier hin. Reisen. Warte. So. Ja. Fort Jericho. Wartet immer noch auf uns. Da geht ja auch die Main Story weiter. Moment, ich muss ja hier durchs Boot. Ich weiß gar nicht, ob ich genügend Püppchen habe. Keine Ahnung. Es leuchtet so viel Gold. Geisterschutzvorrichtung. Denkst du, du kommst allein zurecht? Ach, hier war ja das mit der Geisterschutzvorrichtung. Ach, I remember. Wo ich nicht wusste, wie ich die wegballern konnte. Na gut, Friends. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss.